Hi. Heute leider mal Krawall. Heute leider mal wieder von zu Hause. Dem. Ich hatte beim letzten Video mir danach nach dem Videodrehen was gemacht und mich ein bisschen verletzt. Ja, ich würde sagen, da ist schon ein bisschen was vom Daumen weg. Ja. Helle Messer sei Dank. Ich wollte eigentlich mal wieder sowas für die Autoküche machen, und zwar Onkel Benz Fertigreis mediterran mit einer Cabanossi. Und ich habe was vergessen. Wen wundert's? Bin gleich wieder bei euch. Moment. Nämlich Öl, ein bisschen Suppengrün und ein paar Rostzwiebeln. So, und zuallererst schneide ich die Cabanossi. Ich nehme nur eine. Was schon scheiße, wenn man den Daumen nicht mehr benutzen kann. Ich weiß gar nicht, wie einem solche Körperteile fehlen, wenn man sie nicht benutzen kann. Und den schneide ich nur in Scheiben. Ich mag es sonst ganz gerne, wenn die gefürtelt sind. Aber heute machen wir es nur in Scheiben. Ich kann nicht abwarten. Moment. Oh, ja. Lecker. Lecker. Die Ecke, die kann ich nicht so anbraten. Das geht nicht. Kopfstücke kann ich auch nicht anbraten. Das geht doch nicht. Und mein GSI Outdoor Pfannbänder. Das ist meine Bratpfanne von Trangia mit dem typischen Trangia Griff. Oh, seht ihr das? Das ist asymmetrisch. Das kann ich nicht anbraten. Geht nicht. Und das riecht jetzt schon so geil.
Und zum Würzen habe ich jetzt meinen Salz, Pfeffer und Knoblauchstreuer von Optimus nochmal geholt. Den gibt es für, glaube ich, 3 Euro oder 2 Euro irgendwas bei Klobetrotter.de. Seht euch das an. So, die kippe ich ab. Der Onkel Benz Reis dazu. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Wasser. Und die machen wieder einen Krach, die Idioten. Mann, Mann, Mann. Aber das regt mich nicht ab. Das nicht! Paar Zwiebeln. Ein bisschen Suppengrün. Krawall. Durch die Cabanossi wieder dazu. Thank you.
Und jetzt der erste Test. Halt. Kann noch ein bisschen nachgewürzt werden. Ein bisschen Salz. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Knoblauch. Auch noch ein bisschen Pfeffer. Mal umrühren. Also so gut wie das schmeckt, kann ich euch garantieren. Im Wald. Schön mit Holz, auf Holz gekocht. Schmeckt das noch 10-mal besser. Sau lecker. Ihr solltet das nachmachen. Das hätte ich bei Lidl, bei Penny gekauft. Natürlich bei Penny. Ist ja eine Tochterfirma von der Rewe. Also, Uncle Ben's Express Reis. Jetzt kommt der da hinten schon wieder mit seinem Bagger. Da muss ich lauter reden. 1,65 €. 1,65 €. Hab nur eine benutzt. Suppengrün, ich glaube 80 Cent. Und das hier 1 €. Aber das hält sich ja länger. Ja. So, also 1,60 € und ja, ca. 80 Cent sind für 2,40 € eine Mahlzeit für mich, zwei vielleicht für euch. Ich esse ja ein bisschen mehr, wie man sieht. Ja. Und ich lasse mir das jetzt noch schmecken. Guck mal, wer hier da unten so dummes Zeug redet. Die ganze Straße unterhält mit ihren Privatproblemen. Also im Kölner Raum nennt man sowas Schwarzschnüss. So, ich lasse mir weiter schmecken. Kocht es nach, am besten im Wald, wirklich schmeckt es besser. Aber ich bin leider im Augenblick ein bisschen gehandicapt. So, guten Appetit. Ui. Das schmeckt genauso gut, wie es aussieht. Einfach lecker.
sau heiß, sau lecker. Hier, kocht das nach. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare. Neue Subscriber werden gerne gesehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.